Hallo und herzlich willkommen bei Nakabaka und wir spielen hier ein weiteres Horror-Game, das gerade so laut ist. Ich mach mal den Sound ein bisschen leiser. So müsste es reichen. So. Wir sehen jetzt mal, was da vorne steht. Playing. Das kann ich nicht lesen, was es ist. In einem dunklen Raum mit einem Headset, damit die Atmosphäre mehr. Die Atmosphäre in dem Spiel besser ist halt. Ja. Ich bin nicht der Beste im Englisch, aber ich versuche mein Bestes. Vielleicht werde ich gar nicht alles übersetzen, weil ich eh schon schlecht bin. Wie ihr seht, es ist Untitled. Ganz geile Schriftart. Das Spiel heißt Untitled. Ach, hier kann ich nochmal alles einstellen, was ich eh schon gemacht habe. Controls weiß ich auch. Wir fangen mal an. Es ist von einer Unity Engine erstellt worden. Den kann man ein bisschen so drehen, dass ich mittig bin. So. Wandering amongst the world. Life, you lighted a place. Where was it then? Lying down, your restlessness, standing for sleep, you did and slept. Ich bin irgendwo gewandert, hab ein Lagerfeuer gemacht und dann bin ich eingeschlafen. In Kurzform. Meine Hände sind schon in falschen Tassen. Die sind in dem Tassen, wo ich eigentlich. Ich sehe nur weiße Punkte, die irgendwas sind. Ich glaube Schnee. Mit F öffne ich eigentlich Taschenlampe und ich sehe überhaupt nichts. Ich spring zwar. Hä? Was? Dann gehen wir mal dorthin. Meine Nase juckt immer beim Aufnahmen. Ich poppe nicht, ich klicke Press E or Left Click to interact it. Das war ein bisschen zu laut. Und die Tür geht zugleich. Na klar. Die Uhr tickt. Was war das? Ja, ich kann von hier aus die Notiz lesen. Geht doch ein bisschen näher ran. Okay, ich kann damit nichts addieren, das heißt, ich muss nur drauf bleiben. Notice, I don't know what to do. It happens every time I shut my eyes. Looking back at me from darkness, I'm left with no other choice but to suffer. Throughout its torture. I didn't want for it to end that way, but I had no other options. Why? I didn't ask for this. I didn't need this. The answer for 6. Draußen ist hell, wie ich sehe. Da ist noch eine Notiz. Kann es sein, dass es ein bisschen ruckelt? Kommt mir so vor. As a tale of life continues to craft itself, all fates might seem uncertain, but. Muss ich damit irgendwas machen? Rebuilding starts one step at a time. Kann ich hier crunchen? Also, bücken. Nee. Aber ich habe gelesen, dass ich schnell rennen kann. Aber wieso kann ich dann schnell rennen? Wow! Fick dich! Es tut mir leid, dass ich das gesagt habe. Es sind neue Apps verfügbar, mit denen diese Datei geöffnet war. Windows 8.1. Geh mir nicht auf den Sack! Das ist Horror Game, habe ich das schon vergessen zu sagen? Wieso ich hier ne? I have nothing left to offer. Baby Crip. Ich kann hier nichts agieren. Herd, Pillow, Chair. Blocks.
Ah, ich kann ranzoomen, okay. Aber ich kann immer noch nicht sehen, was da steht. Kann mir einer sagen, was ich hier machen muss? Lockdoor. Die Schubladen kann ich auch nicht öffnen. Licht kann ich auch nicht anschalten. Da ist doch kein Baby, wieso? Ich glaube, jetzt passiert irgendwas, wenn ich... Ich hab Gänsehaut. Nein. Tür ist zu. Gott, ich hab Angst. Press F or Middle Mouse to toggle the flashlight. Jetzt ist es nachts. Tür geht zu. Alles schwebt in der Luft. Die Uhr tickt weiter, es ist abends. Ich finde das geil. Scheiß auf Physik, wir schweben. Darf ich hochschweben? Nö. Achso, die Penguin Picture steht jetzt auf dem Kopf. Das auch. Muffin auch. Und da steht was. Event drenched in blood. And a heart sucked in bones. The only thing for sure is life. Life must continue. It must. Das ist ja creepy. Jetzt steht das Herz nicht links, sondern rechts. Nicht rechts, sondern links. Wow. Deswegen haben wir Frauen links und rechts nicht zu unterscheiden. Black and cold like nightfall. All the bony hands that come and take you. What? Bitte nicht. Das Herz ist aus schwarz, nicht mehr rot. Mami! Niemand ist hinter mir. Huh. Seitdem ich Nightmare. Dungeon Nightmares gespielt habe, habe ich Angst, dass jemand hinter mir steht. Oder jemand vor mir einfach auftaucht und mich erschrecken will. Und ich werde jetzt, will mich jemand erschrecken. Es ist 10:21 Uhr. I have felt my... Like my life has been an open door. Endless with potential nodes. That door is beginning to shut and I'm too weak to hold it open. Three sides. Kann ich jetzt von hier aus lesen? The world is collapsed. Hör auf. Wackel nicht so sehr. So. The world is collapsing on my shoulders and I don't have the strength to shoulder it up. Und wetten, da liegt O. Da liegt was, aber wir... Schau noch mal das an. Drei Seiten. Bitte erschreck mich nicht. Wieso kann ich hier zoomen? Erinnert mich voll an Silent Hill PT. Wo man bei irgendeiner Mission schneller zoomen musste. Wieso bekomme ich mal so Gänsehaut, wenn die Tür aufgeht? Aber ich habe dieses diesmal gehört, das war keine Babyschrei, sondern so ganz leise Tuck. Tuck.
glaube, das eine Schrittgeräusche wären. Nicht mit Schuhen, sondern zum Beispiel, ich laufe hier auch nicht mit Schuhen, oder? Ich habe gar keine Füße. Ich habe keine Füße! Oh mein Gott, das ist mein Horror. Egal. Ich wollte eh nie Sport machen. Das Türgeräusch ist so normal. Bei jedem Horrorspiel quietscht es oder macht andere Geräusche und bei dem. Mami? Hey, kennst du mich? Nein? Nein? Okay. Dann gehen Jut und der YouTuber und schreibt Naka Naka Baka oder Naka Sato 74 oder Naka oder Naka 74 und dann darunter findest du mich. Aber lass mich bitte in Ruhe. Zoomen. Zoomen. Ich geh da nicht hin, wenn der da steht. Kannst du nach vorne teleportieren? Siehst du mich? Ich sehe dich. Ich sende dir ein Signal mit meinem Licht. Hallo. S. O. S. Tür gebe dir nicht zu. Okay, ich bin weg. Tür ist zu. Es ist gesperrt. Wir können das alles friedlich klären. Ich hab dein Baby nicht. Wetten, jetzt taucht es plötzlich einfach vor mir auf, ohne irgendwas zu machen. Ich hasse solche Nightmares. Oh, er geht nur weg. Oh, aber jetzt steht er um die Ecke und wartet auf mich. Und er steht hinter mir! Doch nicht. Ich lasse meine Taschenlampe an. Ganz langsam. Wieso kann ich rennen? Was ist das? Ich sehe dich! Nein, da steht was. Brett. Oh, er ist dort. Best one last, once last. Was steht da? Und was steht da? Was steht da? Was steht da? Und da? Und da? Und dann auf dem Boden. Oder auf die Decke. Gehst du auch wieder weg, wenn ich näher komme? Warte, er kann da gar nicht weggehen, da ist die Sackgasse. Er kommt bestimmt zu mir. Rise from dust. Succumb to death. Oder such jump. Stirb tot. Mir doch egal. Hinter dem steht aber was. Oder ist es einfach zerbrochen? Giving up. Ich gebe doch nicht einfach auf. Das ist erstmal meine. Ich nehme seit 14 Minuten erst auf. Was steht da? Originating oder wie auch immer. Rising at them. Down. Rest in peace. Werde ich jetzt sterben? Was burn? Be no more. Bewegt sich auch nicht mehr. Der ist in die Wand gecrashed. Sieht so aus. Von hier aus kann ich schlecht lesen und es zittert irgendwie. Hey Kumpel, geht's dir gut? Lass uns Freunde sein. Ich bin Amumu. Für Leute, die Amumu nicht kennen, schaut Age of Legends. Sporting Plant. Come forth. Departing. Wieso zoome ich an ihn ran?
Der dreht sich doch um, wenn ich direkt vor ihm stehe. Muss ich da reinschauen? No. Interact with this. Hä? Nein, nein, meine Aufnahme ist nicht gegangen. Ich habe auch Schwarz nicht mehr. Jetzt bin ich nicht mehr in diesem Kinderzimmer, sondern hier. Home sweet home. Fingerabdruck! Freiheit! Na, wie sieht meine Scheiße aus? Ranzoom. Ah, kann man nicht sehen. Da liegt auch Blut. Da liegt auch Blut. Und da. Und da. Und da. Da ist eine Frau ihre Periode. Home sweet home. Wieso steht da Home sweet home? Und wieso kann ich das nicht nehmen? Sink. Was ist Sink? Das ist Waschbecken. Wie heißt das Sink? Bloody Bed. Boah! Ich hatte das jetzt zugeschlossen. Hör auf, so schnell einfach aufzugehen. Ich hab meine Taschenlampe noch. Und Tür schließt sich hinter mir. Vier Strich 14. Werde ich das brauchen? Ich merke das mir mal. Ich brauche keine Zettel zum Schreiben. Es ist so dunkel. Vier Strich 14. Es geht nach links weiter. Vier Strich 14. Bitte tauch nicht auf. Wow, ich kann hier richtig schnell rennen. Ah! Sorry, dass ich das ziemlich langsam spiele, aber ich bin nicht der Beste im Horrorspiel. Ich habe am linken Ohrmuschel was gehört. Es ist nicht laut genug. Höher kann ich nicht mehr anstellen. Das war Lautstärkenregler von Sennheiser. Bitte taucht nichts auf. Nichts auf. Nicht vor dem Tür auftauchen. Nichts vor dem Tür auftauchen. Um den Dom. Da ist was, das sich dreht. Ist das ein Tier? Ein Dreieck wie Prisma. Diesmal schließe ich die Tür. Da ist auch was. Zettel. Mit einem Dreieck. Zettel mit einem Dreieck. Eine Prisma. Und dahinter auch was. Wir gehen aber erstmal hier. Eins, zwei, drei und vier, fünf und sechs werden. Zwei, 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 drei. Eins, zwei, 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 drei. Tasche der Esoterik. Boah, ich glänze. Ich kann mich selbst spiegeln. Was? Hä? Ich habe hier nur die Mindfucks. Was hat er gesagt, der Prisma, als ich das aus... Okay, Esoterik. Was hat er... Was? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis jetzt war es spannend, aber ich denke, es wird noch was kommen, weil es ist ja schon mal das Anfang. Also, wir sehen uns beim nächsten Part. Adieu.